Hi zusammen, willkommen wieder zu einem weiteren Video. Heute wollte ich etwas im Bereich Functional Fitness machen, also funktionelles Training. Zum einen gut für Kraft, Ausdauer, lässt sich dann auch ganz gut kombinieren als zum Beispiel Intervalltraining. Das heißt, das könnt ihr dann auch selbstbestimmt, zum Beispiel macht 30 Sekunden, 15 Pause, wieder 30 Sekunden und so Geschichten. Oder ihr macht einen klassischen Tabata, 20-10, das über 8 Runden. Also das hat ja ganz frei. Was ich anbiete, wollte ich euch einfach auch mal zeigen. Und zwar, wenn ihr so ein kleines Superband habt. Und das ist ein ganz schwaches, ich glaube, das hat so 3,5 Kilo oder so. Oder sogar nur 1,5. Das könnt ihr ganz gut nutzen, um einfach so ein bisschen euren Apparat warm zu machen. Das heißt, eine ganz gute Übung ist hier, einfach so möglichst hinter den Kopf und dann zieht ihr da einfach immer und macht es nicht zu schnell, sondern ganz bewusst. Das könnt ihr ganz gut machen. Dann, was auch noch gut funktioniert ist, um die Schulter warm zu machen, dass ihr dann versucht hier, das Gute an dem Band ist, dass es sich einfach auch dehnt, sprich, versucht mal diese Übung und dann merkt ihr, okay, wenn die Schulter noch nicht gut mobilisiert ist, dann habe ich hier die Möglichkeit, das Band ein bisschen auseinanderzuziehen und dann quasi in diesen aktiven Beweglichkeitsradius zu kommen. Okay, das könnt ihr dann ganz gut benutzen, weil gerade im funktionellen Training arbeiten wir ja viel mit dem eigenen Körpergewicht und haben auch Stützübungen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr die Schultern dementsprechend auch richtig aufwärmt. Dann eine ganz gute Übung für den Core und dadurch, dass wir es funktionell machen, das heißt, wir machen ja auch hier Kampfkunst oder Kampfsport, könnt ihr das ganz gut mit einem etwas stärkeren Band, also ihr könnt es natürlich auch ohne machen oder nur Boxhandschuhe anziehen. Ich mache das jetzt mal mit dem Band, was dann ganz gut ist. Ihr geht dann in so eine Sitzposition, Beine anheben, Core anspannen und dann macht ihr immer im Wechsel Boxbewegungen. Diese Übung ist sehr funktionell, weil ihr habt immer ein bisschen Rotation drin, müsst es ständig ausgleichen. Das heißt, der ganze Körper arbeitet hier und das könnt ihr dann 30 Sekunden zum Beispiel machen, dann Pause, wieder 30 Sekunden und könnt es dann über mehrere Runden machen. Das schlaucht dann auch ganz schön. Dann machen wir jetzt eine beliebte Komplexübung, die wir auch immer im Training machen. Vielleicht tun sich manche noch damit schwer, deswegen erkläre ich es heute mal hier in diesem Video. Dann könnt ihr das euch vielleicht auch nochmal ein bisschen detaillierter anschauen oder anhalten. Und zwar haben wir diese Kicks nach rechts und links aus dieser Stützposition. Das heißt, wir gehen hier raus. Wichtig ist, dass wir nicht ablegen, sondern möglichst tief die Beine haben, aber wir legen die Beine nicht ab. Dann wechseln wir wieder und dann versucht ihr einen Rhythmus zu finden und immer auch atmen. Ihr könnt hier die Arme immer schön noch aufziehen und noch ein bisschen, habt ihr noch einen kleinen Stretch drin. Ihr könnt die Geschwindigkeit etwas steigern und das auch bestenfalls dann in einem Intervall. Jetzt kommt die Bewegung, man kann nicht mal weg, womit wahrscheinlich, also seitlich funktioniert bei den meisten ganz gut, nur wo viele Probleme haben, ist dann, wenn wir genau diese Bewegung nach vorne machen. Hier nochmal ganz langsam gezeigt, ich setze einen Fuß ab, gehe mit dem anderen Fuß durch, auch hier gleiche Bewegung. Füße nicht ablegen, dann das Bein wieder hier durchziehen und wechseln, Bein durch, genau. Dann hier könnt ihr entweder hier so eine Deckung machen oder nochmal hier aufziehen und dann versucht ihr auch hier, seht ihr, mit einem Rhythmus zu finden. Könnt ihr es dann auch steigern, Geschwindigkeit. Und dann auch wieder in einem Intervall machen, 30 oder so. Als Beispiel, wir hatten gerade eben diese
Outside Kicks oder diese Front Kicks nach vorne aus der Sitzposition. Und das kann man zum Beispiel kombinieren, indem wir jetzt keinen Liegestütz machen, sondern so ein Pumping mit Knien tief. Das heißt, ihr könnt das hier kombinieren. Zum Beispiel, ihr macht 1, 2, 3. Dann macht ihr 1, 2, 3, 4. Dann macht ihr wieder 1, 2, 3. Und so könnt ihr dann eure Übung ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad steigern und habt dann auch eine ziemlich komplexe Übung. Das heißt, auch ein bisschen Konzentration mit drin. Aber insgesamt ist dann der ganze Körper im Prinzip am Arbeiten und das ist auch das, was das funktionelle Training dann auszeichnet. Dass einfach möglichst viele Körperpartien beteiligt sind an einer einzelnen Übung. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Anregungen geben oder Trainingsvorschläge. Das war es heute wieder von meiner Seite aus und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Video.